da Sie so lange ausgeharrt haben, wollte ich Ihnen sagen, wir haben sehr engagiert bis jetzt in der Fraktion die Situation diskutiert. Wir hatten den Bericht der Bundeskanzlerin, des Finanzministers, mit denen wir auch ausführlich diskutiert haben. Und es zeichnen sich Linien klar ab, die morgen in die koalitionsinternen Diskussionen zwischen den drei Fraktionen, ich nehme mal die Landesgruppe der CSU als Fraktion, einmünden werden mit dem Ziel, morgen Abend auch unserer Fraktion einen Antrag zur Beschlussfassung vorzulegen, der im Kern eine Härtung dessen vorsieht, was bisher im Stabilitätspakt vorgesehen war. Wir werden auf dem Weg hin quasi zu einem Stabilitätspakt 2, da gehört der ESM mit hinein, weitere Punkte zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und auch zur konsequenten Konditionalität der Maßnahmen, die anstehen, führen. Es kommt darauf an, dass man, wenn man jetzt weitere Solidarität gewährt, auch eine verstärkte Gewissheit hat, dass der Empfänger, in dem Fall Griechenland, auch die richtigen Schritte unternimmt. Es kann kein Plan pour voir, kein Blankoscheck sein, sondern Hilfe muss immer durch Eigenleistung, die Ursachen der Misere zu beseitigen, flankiert sein. Darum wird es gehen. Da werden wir Ihnen morgen Abend und am Freitag früh Plenum weitere interessante Zusammenhänge darlegen können. Ich bedanke mich sehr und wünsche Ihnen noch heute Abend einen schönen Abend.